weiter auf der Leiter. Hier heute etwas später. Ich war ja die letzten Tage immer sehr früh dran zu streamen. Diesmal war ich zwar auch sehr früh wach gewesen nachts, aber ich hatte wahnsinnig Kopfschmerzen. Also das erste Mal durch Tee, Kaffee und Ruhe auskurieren. Jetzt habe ich nur noch ein wenig Kopfschmerzen. Und ich versuche jetzt vielleicht, ich sag mal, vielleicht eine halbe Stunde zu streamen und danach Warhammer 3. Und den Rest kennt ihr. Okay, es geht weiter auf der Leiter. So, okay. Ich denke, ich habe jetzt geschlafen. Gut. So, ich muss erstmal, also ich sag mal, der Plan ist folgendes. Ob ich das heute alles machen werde, weiß ich noch nicht. Zunächst, ich brauche Kraftstoff, um halt das Brennholz im Ofen der Küche, das werdet ihr hier gleich sehen, anzuzünden. Dazu benötigt es Kraftstoff. Moment, wo ist der Ofen hier? Hier ist der Ofen, so. So, ihr könnt sehen, hier ist Brennholz rechts oben. Dazu entzündet das Feuer, braucht es Kraftstoff. So, ich hatte das in der Vergangenheit gehabt, wusste allerdings nichts damit anzufangen, also habe ich es an diesen Typen auf dem Markt verkauft. So, und jetzt, wo ich Kraftstoff natürlich herbekommen habe, ist aus dem Panzer. So, dann mit dem Kraftstoff werde ich die hartgesottenen Eier, also die Eier hier kochen. Die werde ich an diesen Typen auf dem Markt verkaufen, den Viehhändler, damit der mir wohlgesonnen ist und mir dann einen Hahn verkauft. Weil ich habe zwar ein paar Hühner, aber keinen Hahn. So, dann werden die sich vermehren und dafür habe ich dann Fleisch und weitere Hühner. So, dass ich praktisch schon mal Nahrung habe. Des Weiteren werde ich dann noch eine Angel kaufen. Das ist gerade beim Händler auf dem Markt 560 Ocken. Mit der Angel fange ich Fische. Und damit habe ich, ich sag mal, einerseits was zum Kochen und auch was zum Verkaufen. So, was ich auch weiter habe, ist hier, warte, geht's hier lang? Was ich auch habe, ich habe sehr viel Schrott da. So, da habe ich schon mein Startkapital. Und, hier ist der Ausgang, okay. Okay, es ist noch sehr früh, Morgentau. Okay, gut. So, dann mach ich mal die Schnellreise. Moment. Ja. Zwei Panzer habe ich schon ausgehebelt. Ich werde jetzt etwas Schrott mitnehmen. So, mal gucken, wie viel. Öffne, hebe hoch. Nehmen. So. Mal gucken. Rucksack. So, jetzt bin ich wieder mal total überladen. So, Moment, damit ich mal das fallen. So, die werden dann nur einzeln, okay. Dann werden dann einzeln. So, bis das Gewicht stimmt. Ja, das ist ein bisschen alles hakelig. Ich weiß, das ist echt wirklich umständlich. Ich sag mal so, wie in der Rezession, einigen Rezessionen immer geschrieben steht. Manchmal ist es wirklich klangig, ne? So ungehändig, ne? So. Jetzt werde ich auf die Map gehen. Karte und Schnellreise. Und zwar auf den Markt, damit ich mal einige Schrott verkaufen kann.
dann werde ich nach einem weiteren Panzer suchen, Kraftstoff zu bekommen. So, Markt. So, bestätige. So. Ja, ich bin wohl zu früh da. Okay, gut. Dann werde ich mal schauen auf der Karte. Dann werde ich vielleicht mal nach Norden gehen. Zu Annas Hof. Versuchen irgendwo einen Panzer zu entdecken. Okay, ich bin in der richtigen Richtung. Gut. Und Rückweg werde ich dann den Schrott verkaufen. Muss dann nach einem Panzer ausschauen. Weil zwei Panzer von meinem Bauernhof, also Kasimirs Bauernhof, zum Markt sind schon ausgehebelt. Das Blöde ist daran, dass man halt das nicht erkennen kann, ne? Da ist auch ein Haufen Schrott. Könnte man jetzt, ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen zu schwer, ne? Also hier ist noch jede Menge weiterer Schrott. Ich werde da jetzt noch nichts machen, weil, so, ich bin wieder mal wahnsinnig zu schwer. Das ist natürlich blöd, ne? So, nach weiteren Panzern Ausschau halten. Und ich weiß schon mal zukünftig, wo Schrott liegt. Ah, das sind Panzersperren aus dem Krieg. So, ich sehe, Kasimir hat Hunger. Der hat nichts zu frenzeln. So. Er hatte Wasserflasche. Ja, was hat er noch genug da, ne? Also ich weiß schon mal, wo ich zukünftig Schrott zu finden ist, falls wieder das einsammle und dann auf den Markt einhandle. Gegen Bares. Ich sag jetzt immer, ich sag mal Rubel, ne? Ich gehe davon aus, dass irgendwo in der Sowjetunion spielt. Das spielt ja im Jahre 1955, also zur Zeit des Khrushchev, nach Stalin. Und, ja. Es gibt ja inzwischen schon Farmers Faser, das das Prequel ist, aber noch im Early Access ist und jetzt irgendwann, wenn es aus dem Early Access raus ist, spielen. Aber ich finde das Spiel an sich sehr schön, die Steuerung ist halt nur teilweise echt clunky. Und also unbehändig und könnte wirklich deutlich besser sein. Ich find's schwierig. Gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, ne? Irgendwo hier ein Panzer ist. Weil ich werde den Kraftstoff jetzt nicht von diesem Händler kaufen, weil das total überteuert anbietet und für wenig Geld kauft. Also er kauft für 3 Rubel, will dafür das Fünffache dafür haben. Das ist eine Frechheit. Da ist ja irgendein Panzer zu sehen. Ich könnte mal auf der Karte mal gucken. Ah, unterwegs ist es halt ein bisschen serpentinenhaft, also die Wege sind schlangenartig geschwungen. Nennt man Serpentine. Lateinischen oder Griechischen oder so ähnlich. Das Tiere da vorne, ja, ne? Rieh und Hirsch. Ach, da ist weiterer Schrott. Ja, schade, dass es nicht irgendwie so Apfelbäume gibt oder so Sträucher, Beeren. Könnte sich zumindest ernähren. Hier irgendwas? Ja, das ist auch alles Schrott hier.
ein Schott. Ja, da weiß ich ja schon mal, wo was zu finden ist. Ja, da beim letzten Stream hat sie erzählt, dass die Schreine vor allem in, also was mir bekannt war, in Nordrhein-Westfalen, wo ich in Brühl gelebt habe und wo ich ja mit dem Fahrrad mal öfters unterwegs war, da war es tatsächlich so, dass in den Dörfern diese Schreine da, die ihr eben gerade links gesehen habt, tatsächlich auch dort sind. Also vor allem in katholischen Gemeinden, vor allem in Bayern hatte ich das auch sehr oft gesehen. Zumindest damals, wo ich da 2002 gelebt habe. Ja, der Weg dauert wohl ein bisschen länger, noch kein Panzer in Sicht. Mal links, mal rechts gucken. Vielleicht kann ich ja bei Anna was zu essen bekommen. Kasimir natürlich, ne? Oh, so geht's schneller. Das Pilze? Na, vielleicht kann ich die so essen, konsumiere. Ja, ach, das geht schon mal. Also wenn es Pilze gibt, gibt es natürlich auch Früchte wie Beeren. Die muss man ja erstmal erkennen. Vielleicht hier. Ernte. Mal gucken, was habe ich jetzt geerntet. Himbeeren, ah. Gleich im Glas, oder wie? Also gibt's doch schon Beeren. Ist das hier, sind das auch Beeren hier? Nee, das Ahorn. Also es gibt doch Beeren, Ahorn. Ahorn ist daran zu erkennen, dass ich beispielsweise auf der kanadischen Flagge weiß-rot, da ist auch so ein Ahornblatt drauf. Also dreieckig. Was heißt dreieckig? So dreiblättrig. Ne? Das könnte Annas Hof sein. Ja. Wir haben einen Panzer in Sicht, ich brauche Kraftstoff. Nee, aber Stein zum Abbauen. Okay, ich komme hier auf Annas Hof. Ah, jetzt habe ich einen Reisepunkt, okay, super. Eine Tanne, Fichten oder sowas. Ah, Anna, hallo. Okay, sprich. Mach dich! Reden wir. Geboren in 24. So, erstmal handeln. Weizenkörner. Ach, sie verkauft vor allem Samen, ne? Okay. Doomsträuße auch. Wunderspitze, ich möchte mir gar nicht mal was wie. Nee. Naja. Kartoffeln. Sense, Hacke, Heugabel. Ja, ich will erstmal einen Eimer. Ich glaube, ich hatte keinen Eimer gehabt. Der hat für Alkohol verkauft. Gabeln. So,
Kabeln. Heugabel. Teurer. Eimer, vielleicht später mal, aber Eimer brauche ich jetzt gerade nicht so. Das ist vielleicht, wenn ich Hoftiere habe. Aber vielleicht kann ich ja Schott hier verkaufen. Männer oder Schwachtes? Nee, will ich nicht haben. Das ging auch vor allem darum, hier Panzer zu finden. So ist er denn jetzt auf einmal langsamer. Na, jetzt weiß ich ja Bescheid. So. Okay, dann gehe ich nochmal zum Markt. Sachen loszuwerden. Fuck, jetzt wieder zurücklaufen, ey, ist das schrottig. Wieso ist er jetzt langsamer? Der war doch vorhin schnell. Soll ich irgendwas abladen, aber ich kann jetzt nicht einfach den Schrott abladen, das wäre doof. Warum ist er denn jetzt langsam? Was ist mit ihm los? Tagebuch ist irgendwas, stimmt was nicht? Ah, jetzt geht's auf einmal. Das ist die richtige Richtung. Ja, ist die richtige Richtung, okay. Ja, leider kein Panzer entdeckt. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Ich hab's nur keine gesehen. Ja, ich find's blöd, dass man keine Schnellreise verwenden kann. Man könnte jetzt zumindest so programmieren können, dass sie dafür länger brauchen, weil sie natürlich durch das Gewicht, das sie tragen, langsamer sind. Aber was soll's. Das hier Beeren? Ja. Ja. Das ist wieder Ahorn. Heißt wieder Pilze. Schade, dass es irgendwie keinen Kompass gibt. Kann ja sein, dass es später zu kaufen ist.
Spitze. Karte gucken. Ja, richtig. Waren das eben Pilze? Hier und hier mit dem Limon der Berge. Ich kann wieder was essen. Wir haben sich schon mal die Jungen abgründet. Was ist das hier? Das ist auch Schrott. Ja, das sollte ich mir merken. Bei anderen Spielen ist es so, dass man halt auf der Karte so Markierungen oder Notizen machen kann. Da ist das, dort ist dort was. Das hier. Ernte. Wahrscheinlich Blaubeeren oder so. Hier Heidelbeeren. Da vorne ist ein Hirsch. Was? Nee. Ja, irgendwo ein Panzer? Ah, ein Panzer, super. Kraftstoff. Besser. Da laufe ich jetzt hin. Ja, das Blöde ist, man kann sich das nicht merken. Habe ich das schon oder nicht? Oder muss ich das im Gedächtnis behalten? Na? Schon etwas blöd. So, Öffner. Achso. So, super Kraftstoff, klasse. Kraftstoffauspuff, Gewehrmunition, alles nehmen. Oh, jetzt bin ich so richtig, richtig überladen. Aber so richtig. So, bin ich in der richtigen Richtung? Ja, die Richtung. Erstmal einen ganzen Schrott verkaufen, dann bin ich schon mal gewichtlos. Also ein Packesel wäre nicht schlecht, ne? Ja, der Lee labert ständig von seiner Sucht.
Hier ist auch ein Panzer oder wie, ne? Aber ich glaube, das kenne ich schon. Kann das sein? Da war ich schon, genau. Ah, hier können wir an der Brücke angeln. Hier ist der Viehhändler, ja, da komme ich noch wieder zurück. Kommt das seine hartgesottenen Eier? So, hat Schott bei dem Typen hier verkaufen. Wo ist das? Ticket seat to just look on. So, jetzt bin ich Gott sei Dank weniger beladen. So. Und Munition brauche ich selber für später auf der Jagd. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt? Für eine Angel reicht es noch nicht. Ich kann ja mal gucken, vielleicht haben sich die Preise geändert. So, für eine Angel 560. Ja, das ist ja bei Anna günstiger, die Heu gab, da war es für 140 oder so. Okay. So, jetzt mal Schnellreise. Schnellreise. Eier gekocht. Ich sag bloß, wenn er dann noch einen Topf verlangt, dann werde ich irre. So, okay. Gut. Nutzer. Zünde das Feuer. So. Es brennt. Ach, das Kopf. Jetzt geht's auf einmal, oder wie? Ich füll Brennstoff nach. So, jetzt gemacht. So. Jetzt. Koche. Breite vor, was? Arschfilet, Brotscheiben. Stulle. Hier frei kochen. Hat gesorgt, das Ei. Kochschinken. Ach, Pilzsuppe, das kann ich auch machen. So. Hier kann ich. Mais habe ich ja nicht, aber Kochschinken. Ich habe aber kein Fleisch. Pilzsuppe. Ich wollte nur einen Pilz. Da ist Karotte, das habe ich alles nicht. Heidelbeer, Maische. Ach, das Rezept habe ich. Ach, was hell so, was hellweiß geleuchtet ist. Da habe ich die Rezepte zu. Okay, verstehe. Okay. Weil ich könnte nochmal weitere hart gekochte Eier. Dann brauche ich viermal Ei. Ich kann hier mal gucken, ob noch weitere Eier gelegt worden ist von den Hühnern. Guck ich mal im Stall nach. Stall war hier. Oh, da kann ich weitere Eier holen.
So. So. Okay. Gerne. Aha, nochmal kochen. Achso, der Ofen muss angeheizt werden, jetzt das Feuer. So, jetzt hab ich... Aber das Kraftstoff hat er jetzt nicht benutzt. Ach, das ist ein Irrtum. Ach, sorry Leute, ich habe mich geirrt. Es ist nicht dieser Kraftstoff gemeint, sondern das Brennholz als Brennstoff. Okay, ich habe verstanden. Gut. Dann kann ich das ja schon irgendwo ablegen, weil brauchst du hier nicht. Aber später für einen Traktor würde ich das schon mal in den Schuppen legen. Nee, da nicht. Dort. Trinken muss er auch noch wieder, okay. Gut, so. Oder unterbrechen. Nee, ich mach's in die Kiste. Ich mach's in die Kiste hier. Da habe ich doch das andere Zeug drin. Was für später. Okay. Gewehrmunition werde ich später ablegen. Da habe ich ja dort einen Tisch. Munition. So. So. Okay, die Eier abholen. Ein paar Schrottsachen mitnehmen. Wieder mal. So. Vielleicht noch so ein einzelnes. Okay, gut. Brauche ich nämlich noch. So, die Eier abholen. Entferne. So, jetzt habe ich 8 hart gekochte Eier. Das kann ich verkaufen. So, jetzt kann ich hoffentlich den Viehhändler befriedigen. Aber erstmal den Schrott verkaufen. Wieder zum Markt. Bestätigen. So. Jetzt erstmal den Schrott. So. Tag, Jason. Handeln. Okay, so, ich kann mir jetzt... Aber ich will erstmal gucken, ob ich den Hahn kaufen kann. Das ist erstmal wichtiger. So, du sagst, hier hast du deine Eier. So, können wir jetzt handeln? Nee, glaub nicht. Ja, du kannst mich ja sonst wohin. Ja. So. Nicht helfen. Brauchen wir eine Kämpfe. Schenk hat gekochtes Eier.
Hier kannst du alle Eier haben. So. Okay, jetzt können wir handeln. So, gibt's auch einen Eber, damit sie sich vermehren. Das wäre nämlich auch nicht schlecht, wenn man die noch vermehren könnte, aber jetzt gibt's nur Sauer. Schaf. Zugstute. Ziege. Schafe. Die sind alle so teuer, ne? Geflügeltrog. Futterraufe. Trog. Heu. Unterkrippe. Ist mein Hahn. So. Ja, für eine Angel reicht's noch nicht. Aber ich habe schon mal... Gut. Okay, jetzt kann ich wieder nach Hause. Schnellreise. Wie gesagt, ich spiele mit dem Controller, ist für mich immer bequemer. Simulation mit Stationen Controller zu spielen. So, hier werde ich jetzt den Hahn absetzen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist der Hahn? Ist er mir abgehauen? Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der? Wer läuft der jetzt schon hier rum? Kann ja wohl nicht wahr sein. Augenblick. Wo ist der Hahn? Huhn? Huhn? Das ist der Hahn. Muss mal gucken. Wo ist der? Verflixt nochmal. Ist er mir abgehauen? Ist doch nicht zu glauben. Nur was trinken hier. Ich kaufe einen Hahn und der haut ab. Vielleicht muss ich den wieder dort abholen. Zu glauben, ja. Was ist denn? Das ist ein Huhn. Ist was? Das tauchen durch die Gabel. Und später. Ich muss weiter Schrott einsammeln. Wieder überladen. Ja, ich muss hier was abladen. So, dann wieder Schnellreise. Ach, wieder verkehrt. So, Karte. Markt.
So, wo ist der Hahn? Ist ja nicht zu glauben hier. Ich will meinen Hahn wieder haben. Ich hab dafür bezahlt. Ach, liebe dich. Wo ist der? Ist unterwegs abgehauen, oder was? Da ist er. Das ist er wahrscheinlich. Was ist los? Ja. Ich muss die Kiste in die Kiste legen, okay. Gut. Leg in die Kiste. Leg in die Kiste. So. Jetzt hebe hoch. Jetzt. Nein. Ich muss das jetzt wirklich so schleppen. Okay, ich muss das jetzt. Aber vorher werde ich noch zum Schrotthändler gehen. Pick up. Hier will BC. Handeln wir. Habe ich genug Geld? Ich lasse ihn erstmal so lange. Nicht umkippen. Ah, der ist noch drin, okay. Okay, okay. Ich brauche eine Angel. Ich hoffe, der funktioniert, ne? So, kann ich jetzt damit irgendwo angeln gehen? Das werden wir ja sehen. Okay, ich werde jetzt den Hahn wieder mitnehmen. Ich kann ja damit leider nicht reisen, oder doch? Mal schauen. So, mal gucken. So, das geht mit Reisen. Muss halt nur auf die Tastatur drücken und nicht auf den Controller. So, jetzt lege ich ab. So, und jetzt. Lass los. So. Gut. Da jetzt vermehrt euch schön. Weil ich hoffe, ich habe noch genug Hühner. Sind nicht irgendwie verstorben oder so. So, keine neuen Eier. Es wird langsam Abenddämmerung. Okay. Ganz hübsch aus. Sonnenuntergang. So, da muss erstmal hier wieder was essen. Aber ich werde gleich die Angel ausprobieren. So, hier ist noch ein Huhn. So, dann vermehrt euch schön. Jetzt werden keine Eier mehr geerntet, sondern noch abgewartet. So, erstmal was essen. Sonst jammert der noch so viel drum. Pizza. So, okay. So, ich hoffe mal, hier ist ein Bach. So, und dann werden wir gleich die Angel ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. War der Kauf umsonst. So, werfen. Doch, hier gibt's Wasser. Blöd oder was?
Ja, was ist das denn hier? Wahrscheinlich muss ich zum See hin, ne? Okay, das mache ich dann morgen. Gut, dann werde ich die Angel wieder ablegen, aber zumindest kann er vielleicht möglicherweise hier trinken. Kann er hier trinken? Nee, kann er nicht. So, dass der nächste Kauf wird, ich denke mal, Eimer wäre vielleicht sinnvoll, ein Eimer. Aber wofür? Aktuell brauche ich keinen Eimer, ich habe ja noch keine Tiere, womit ich die eigentlich versorgen könnte. Aber ich werde jetzt am nächsten Tag erstmal schlafen. Erstmal was trinken. Ja, trinken hat er genug. Essen auch. So, hier ist noch irgendwas. Was ist denn Schrott hier? Okay. So. Erstmal den Schrott hier ablegen. Braucht er eigentlich gar nicht. Braucht er eigentlich gar nicht abzulegen, aber ich mach das mal einfach. So, okay. So, wir werden jetzt schlafen. Dann werden wir die Angel ausprobieren. So. Schlaffi schlaf? In der Kiste war nix, ne? Nee, ist nix. Okay, schlafen. Ja, bis 5 Uhr, sagen wir 6 Uhr. Bestätigen. So, jetzt geht er wieder zum Markt, verkauft wieder ein paar Sachen. Schrott, weil irgendwie muss ja der Schrott ja loswerden. So, da kann noch ein bisschen. Noch drei Kisten. Schade, dass man kann. So, jetzt musst du wieder was abladen. So, und dann geht jetzt zum Markt. LGB. Verstehe ich nicht. Ja, LGB, da war er noch nicht. Okay, da war er noch nicht. So, okay. Schrott verkaufen. So. Sprich. Ich bin nicht just El Kuperazek. Ja. So. Jetzt gehen wir zum See. Jetzt wird hier zum See. Ah, hier ist noch ein Panzer, aber ich glaube, da war ich schon, ne? Guck mal. Wieso habe ich die Blechstange nicht mehr? Ist kaputt gegangen. Ja, anscheinend, ne? Ist wohl kaputt gegangen. Ich hab's verbraucht oder so. Er ist drei Panzer geöffnet, also schon nach dem dritten Mal.
jetzt hier die Angel. So, wir werfen. Geht denn einrollen? Ah, hier mit Y-Taste. Scheiße. Hier und hier mit der Beteiligung und der Barriere. Scheiße, klappt irgendwie nicht. Vielleicht gibt's ja hier kleinere Fische. Ja, von wegen kein Wasser. Ist ja hier oben besser. Da ist doch Wasser, du Heini.
Ah, das zieht automatisch. Ich habe einmal gedrückt auf Y. Jetzt macht er das automatisch. Verdammt. Was ist denn das? Also nicht B drücken, dann bricht er ab. So, das ist rechte RT, ist rollen, einrollen, RT. Man muss den Fisch ermüden, ne?
Ja, irgendwie klappt das mit den Angeln. Zumindest mit dieser Angel nicht, oder ich kann's nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie klappt das nicht. Ich weiß auch nicht, dass irgendwie die Schnur so geeignet. Leider nicht geeignet. Also ich werde mir jetzt Nahrhaftes. Geht's lang? Alles haben sie wohl ein bisschen gleich gehört. Die andere Richtung. Ich hole die Hardtür raus. Leider geht das nicht. Ist niemand mehr hier? Ja, wahrscheinlich ist es abends oder so, erst morgens. Ein bisschen Fleisch kaufen. So, okay. Gut. Ist immer noch früh morgens, vormittags. So, Angeln hat ja nicht funktioniert. Wahrscheinlich kann man den irgendwie aufwerten, aber so wie es aussieht, ist das Spiel jetzt gerade zur Zeit nicht möglich oder auch überhaupt nicht. Zumindest, entweder kann ich nicht angeln oder Kasimir kann nicht angeln.
Oder die Angel, die Schnur ist zu schwach, um größere Fische zu fangen. Kleinere Fische im Bach, die es möglicherweise im Bach gibt. Ja, ist ja nicht möglich. Warum auch immer. So, sind hier Bären? Nee, Ahorn. War nix. Auch hier geht's Wasser. Ja, okay. Vater. Reisen. So, ich mach dann gleich Feierabend. So, und dann überlegen wir beim nächsten Stream, was wir machen können. Wir können ja mal schauen, ob sich die Hühner vermehrt haben. Augenblick. Die Eier lassen wir mal ruhen. Ich weiß, ob sich da nicht später was schlüpfen tut, ne? Wenn wir sehen. So, das Heu liegt hier immer noch. Gut. Okay. So, dann gucken wir mal hier. Damit wir gleich beim nächsten Stream Schrott einsammeln können. So, okay. Speichern wir. Feierabend. Dann bis später zu Warhammer 3.